Hallihallo YouTube, herzlich willkommen zum neuen Part Forza Horizon. Ja, lange ist es her, seitdem der letzte Part veröffentlicht worden ist. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen mit euch so bequasseln, warum denn da jetzt nichts gekommen ist. Und ja, ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, dass es mich momentan ja übelst aufgeregt hat, dass es immer noch keinen Patch bis jetzt geschafft hat. Also ich habe jetzt Horizon mal seit langem wieder angemacht und es ist immer noch kein Patch für dieses Spiel da. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, der gerne im Multiplayer spielt. Und mich nervt es extrem ab, kann man sagen, dass es immer noch keine Multiplayer-Synchronisation gibt, was Designs und sowas angeht. Es ist immer noch kein Patch da nach 6 Wochen oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt da ist. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Ungefähr 4 Wochen. Definitiv 4 Wochen. Oder 2 oder 3. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte da definitiv schon ein Patch da sein können. Aber es ist noch nicht geschehen. Ich spiele es jetzt einfach mal weiter. Und möchte euch noch erklären, was so meine kommenden Projekte sind. Und ich Glauben Sie probiere. mir, die Leute sehen Sie als echten Anwärter auf das nächste Armband. Gehen Sie Cool. an den. Ja, und ich probiere jetzt so ein Sie bisschen dürfen mit diesem mich. Auto hier nicht teilnehmen. Wählen Sie ein anderes aus. Ihr Auto ist viel zu gut für diese Veranstaltung. Sie Ja. müssen es herunterstufen, um zugelassen zu werden. Okay. Ja, machen wir. Und zwar will ich ja momentan auch die Qualität meiner Videos verbessern. Und zwar Intro. Ihr habt ja gemerkt, ja, das Intro ist jetzt nicht so der Knaller. Da gibt es definitiv bessere. Das ist super klar. Also ich will es jetzt verbessern, einfach, das ist ganz klar. Dann will ich noch Animationen in die Videos reinbringen. Ja, das ist aber alles noch Zukunftssache, da bin ich jetzt noch am Machen. Deswegen werden jetzt nicht so ultimativ viele Videos kommen wie am Anfang von Horizon. Das müsst ihr auch verstehen. In der Ukraine sagt man über Fahrer wie dich, dass sie ihren Kopf auf einen Baumstumpf legen. Ich freue mich darauf, die Axt zu schwingen. Und ja, hier sieht man mein Auto, was schon fast so, naja. Ja, ich bin gewohnt durch LKW fahren vom LKW-Simulator, dass ich da immer zwei Gänge schalte. Ja, hier sehen wir meinen S2000, den ich gerade am Lackieren war, nachdem ich dann mitgekriegt habe, dass diese Designs nicht übertragen werden, habe ich es erstmal gelassen. Und ich merke, dass dieser Soundbug wieder da ist. Man hört ja, dass die Sounds immer dann mal weggehen, dann mal wieder da sind. Das liegt daran, dass wenn man das Spiel auf sehr leise macht, eine niedrige Soundqualität bekommt. Warum auch immer das so ist, keine Ahnung. Ich bin ja kein Entwickler. Warum man sowas machen muss. Und ja, mit den Animationen, also habe ich mir definitiv große Sachen vorgestellt. Ob das natürlich, also es ist definitiv machbar. Ich kann das auch groß. Es ist natürlich so, dass ich auch andere Spiele momentan spiele, wie den Landwirtschaftssimulator, den habe ich jetzt mal angefangen. Oder den LKW-Simulator. Weiß nicht, momentan macht mir sowas extrem viel Spaß. Und daher komme ich zu solche Sachen gar nicht. Ich bin es total gewohnt, durch den LKW-Simulator, weil ich den ja auch mit Controller fahre, anders zu schalten, ne? Ach, fuck. Aber was hier ist. Nein! 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 Da war Ziel, das war ein Sprint. Ach nee, bin ich dumm. Ja, so kann's kommen. Ach, verdammt! Los geht's. An sich ist ja Forza Horizon ein tolles Spiel. Aber es gibt natürlich auch so Gründe, wo ich jetzt sagen könnte, man muss es nicht, sich nicht kaufen. Natürlich, wenn man auf dieses Open-World-Feeling steht, ist es okay.
Aber es gibt Spiele wie Test Drive Unlimited, wo die Map einfach mal 13 mal so groß ist wie in Horizon. Daher ist es jetzt kein Pflichtkauf, ne? Besonders was DLCs angeht, ist ja die DLC-Politik ziemlich krank. Also ich finde es ja sowieso sehr bescheuert, für Sachen zu bezahlen, die schon fertig sind, die rausgenommen werden und später als DLC eingeführt werden für 5 bis 10 oder 15 Euro. Ja, und wieso bremst denn der Wagen extrem? Wo ist denn die Dead Zone? Ich drück nicht mal richtig durch. Ja. Auf jeden Fall, diese DLC-Politik geht mir ziemlich auf den Sack. Ey, ich drück den Trigger nicht mal halbwegs durch, ja? Und der bremst schon extrem. Naja. Und das macht mich auch so ein bisschen übelst arg sauer. Sie haben Autos rausgenommen, die in Forza 4 drin waren. Und verkaufen sie jetzt hier in Horizon. Finde ich ein bisschen sehr frech. Also muss ich erst ernsthaft mal sagen. Es gibt natürlich Autos, die neu sind, so wie der Lamborghini Spider, Verdeck offen, Cabrio und so. Aber jetzt mal ernsthaft, die Cobra und so, die war vorher drin. Die könnte man drin lassen. Ja, liebe Entwickler, ich weiß, dass ihr meine Videos nicht guckt, aber... Gut gemacht, Serasa. Sollten irgendwann mal Entwickler gucken, ich bezahle, oder generell die Gamer-Community zahlt bestimmt super gerne für Inhalt, der wahrscheinlich neu ist. Ja? Nicht für Maps oder für Dinge, die schon fertig sind und dann später ins Spiel eingefügt werden. Okay, die Entwickler können meistens nicht dafür, das sind meistens die Publisher, die da sagen, ach ja, wir wollen ja natürlich noch mehr Geld machen. So, ihr wisst schon, ja? Ach man, bin gewohnt da rumzu. Und deswegen nervt mich das so extrem ab. Das ist auch so ein Grund, warum ich schwer kotzen könnte. Aber okay, ich habe ja gesagt an euch, ich kann natürlich das Spiel weiter let's playen. Ihr müsst natürlich damit klarkommen, dass ich dann auch mal Hasssituationen zeigen könnte. Ich kann nicht natürlich immer super nett drauf sein. Ich würde ja gerne Let's Plays aufnehmen, wo ich nur happy drauf bin. Aber dann werdet ihr langweilig und ihr wollt natürlich mehr Parts sehen. Und mehr Parts bedeutet, ich muss es halt aufnehmen. Und damit müsst ihr aber rechnen, dass die Parts aber auch... Also wenn euch das gefällt, so wie ich das mache, dass die Parts auch anders werden als wie immer. Ich kann ja nicht immer... happy sein, außer ich würde irgendwelche Drogen nehmen. Aber davon bin ich nicht so der Freund. Ich guck. 15 Nachrichten. Alter. Alter. Evil. Ex hast du nicht gesehen, kenne ich nicht. Okay. Ich kann ja nicht immer gut drauf sein. Wie ihr sagt, Drogen nehme ich nicht. Daher ist es... nicht so mein Fall. Und ihr seht, ich hab's auf 3 und trotzdem sind die Bugs da. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Ich mach mal lieber meine Soundkarte leiser. So. Natürlich werden die Sounds erst entfacht auf 100. Aber dann kann ich nicht mehr reden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall jetzt auch keine Festplattenprobleme mehr, wie ich vorher hatte. Ja, und zum Spiel so, warum ich jetzt eine Empfehlung aussprechen könnte. Viele haben ja gesagt, sie werden sich das kaufen, weil ich das in der Demo gezockt habe. Kann ich sagen, es ist nicht so groß. Der Umfang ist ziemlich klein, was Autos angeht. Es ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende mit dem Spiel. Natürlich werden DLCs kommen, natürlich werden Maps reinkommen. Das Rally-Ding und so, ne? Aber sowas hätte man vorher reinpacken können. Die Map ist nicht gerade sehr groß. Man fährt mit dem Lamborghini, den ich hier habe, fährt man 2 Minuten über die Autobahn und dann ist man durch. Das ist natürlich nichts im Gegensatz zu Test Drive Unlimited, wo man komplett Hawaii und Ibiza oder wie man auch immer, wie die zweite Insel da heißt, komplett frei hat und das ist natürlich fucking awesome. Na. Das muss man einfach mal dazu sagen. Nur für nach Deutsch. Auto dürfen Sie hier nicht fahren. Wählen Sie in Ihrem Fuhrpark ein anderes aus. Das nehmen wir da jetzt hier.
Und ja, Testworld Unlimited 2 ist ein hammergeiles Spiel. Es macht extrem viel Spaß, auch mit Freunden zusammen online zu fahren. Auf einer riesigen Map, also wirklich riesig. Ja, die wirklich sehr groß ist. Und ich kann es nur empfehlen. Testworld Unlimited 2 ist ein hammergeiles Spiel. Ist natürlich, hat natürlich seine Bugs und so, aber die sind zu übersehen. Also die kann man ruhig mal, ja. Da gibt es sogar Polizei, ja. Ja. Das Rennbusiness erinnert mich daran, wie ich früher mit Autos gespielt habe. Ha! Was sage ich da? Es ist Spielen mit Autos. Deswegen lasse ich dich jetzt gleich stehen mit meinen fetten Wagen hier. Leute, ist nicht hier ein Rundkurs? Oh lol, was war das für eine Stange? So. Brrr. Oh ja, die Gegner werden schon schwieriger. Mann, hier aus dem Weg hier, Alter! Verpiss dich! Du kleiner Sack, Alter! Ne Michelle! Ohne sowas, Alter! Verboten müsste sowas! Sorry. So. Bremst du mir noch aus, die Fotze! Ah, hier kann man nicht hupen. Hat der ein Glück da? Bin schon wieder sehr lange wach, Leute. Müdigkeit am Steuer ist doch nicht Gott, oder? Ah, ich glaube, man muss immer mal so ein bisschen brüllen, damit man ein bisschen wach wird und so. Oh, Spaß hat Spiat! Nee. So. Ich glaube, ich werde langsam wach. Ja, ich hoffe, ihr könntet natürlich verstehen mit den Videos. Ich will ja natürlich meine Qualität verbessern. Das ist ja immer Ziel von jemandem. Der Mensch will halt immer besser werden, als wie er ist. Und deswegen lasst mir doch da ein bisschen Zeit. Zum 100 Abonnenten-Special. Es fehlt ja nicht mehr viel. 9 Abonnenten nur noch. Und ja, zum 100 Abonnenten-Special habe ich mir auch schon natürlich was überlegt. Und es ist auch schon so halbwegs fertig.